Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Pixel Krieg Final Fantasy Origins. Das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben, nachdem wir dem guten Galant mal richtig schön aus dem Maul gegeben haben und natürlich von Prinzessin Seele uns die Laute abgeholt haben. Durch ihre Rettung haben wir eine neue Gegnergruppe, die Echsen. Die Echsen sind ein bisschen tankiger als die Gegner, die wir bis jetzt getroffen haben, haben um die 90 HP. Und wie ihr seht, sie haben auch einen relativ hohen Verteidigungswert. Der Schaden, gut, man muss bedenken, wir sind in einem neuen Gebiet, wir haben jetzt den neuen Kontinent betreten, nachdem die Brücke fertiggestellt wurde. Also ist alles noch im Rahmen, wir sollten eventuell nur ein kleines Trainingspäuschen einlegen. Oder unsere Waffen aufstocken, je nachdem, werde ich mir noch überlegen im Verlauf der Aufnahme. So, wir passieren jetzt langsam den Kontinent. Wobei dieser Weg ziemlich simpel ist, ziemlich viele Wölfies haben sie hier. Hallo Mr. Wolf, hallo Mrs. Wolf, hallo Wolferino? Keine Ahnung, lasst mich bitte in Ruhe und hört auf, meinem Mario so viel Schaden zu machen. Naja, wenigstens sind sie mit einem Hit weg von unseren guten Nahkämpfern. Allerdings weiß ich nicht, ob... Oh, es reicht tatsächlich, beide Magier schaffen einen Wolf. So... Dann wollen wir noch die letzte Gruppe von Wölfen ausschalten. Zack. Vielleicht mit dem ersten Hammerschlag. Nicht schlecht. Schade, reicht nicht. Aber wir haben noch den guten Wolf, der uns mal hier die ganzen Wölfe wegknüppelt. Wie gesagt, der Weg ist ziemlich simpel. Wir müssen nur diesen Kontinent passieren und in Isogrim. Hallo, wie geht es dir denn so? Dich kenne ich und ich hasse dich. So, da möchte ich noch einen Vita auf den guten Win haben. Dann dürfte das auch kein Problem mehr sein. Zack, erster Wolf weg. Oh nein. Oh nein! Oh, Scheibenkleister! Das war jetzt doof. Jetzt hab ich meinen verdammte Musik! Ein Magier verloren! Wunderschön! Das könnte eventuell ein bisschen schlecht für uns enden. Wobei. Ui! Mit dem Crit. Aber weg ist weg. Und jetzt. Oh, der Isogrim hat viel zu viel aus. Hält viel zu viel aus. Vita und... Ja gut, komm, weg damit. Oh, noch ein Crit. Gut. Greif meine Heilerin an. Greif Sarah an. Sarah hält ein bisschen was aus. Vita. So, wieder halbwegs auf dem Weg zur guten Genesung. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Das Negative ist jetzt, Win bekommt keine Erfahrung mehr. Und im Gegensatz zu anderen Final Fantasies wird er nach dem Kampf nicht wiederbelebt. Das war dann jetzt wohl die erste Situation, wo wir sehen werden, dass die Charaktere jetzt unterschiedlich leveln, wenn ich mal kurz demonstrieren darf. Sie brauchen eigentlich alle gleich viel Erfahrung, nur jetzt hängt Win hinterher, weil er halt gestorben ist. Und was war das denn gerade für ein Bug? Ich hab nur noch einen Kopf gehabt. Ich bin der fliegende Kopfmensch. Juhu! Oh, das sind langsam ein bisschen viel Erfahrung, die er misst, aber... Das ist besser, die kriegen auch mal ein bisschen mehr Erfahrung, als wenn ich jetzt total ungelevelt weiterlaufe. Das heißt, ich riskiere es jetzt einfach mal. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich auf gnadenloses Unterlevelsein von Win hinausläuft. Aber was muttert Mut? Ich muss halt doch noch irgendwie schauen, dass ich... Okay, badalalalala. Versuche auf halbwegs anständiges Level zu kommen, was bei dem Schaden wahrscheinlich doch ziemlich schwer werden dürfte. So. Und willkommen in Pravoka oder Pavoka oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und oh mein Gott, der Bildschirm leckt ja gerade gar nicht. Würde ich jetzt mal sagen. Aber erstmal, ja, soll Win das Licht der Welt erblicken. Ja, das ist mir die 80 Gil wert. Der gute Win soll wieder leben. Steh auf, Junge! Wobei du eigentlich schon die ganze Zeit rumläufst als Anführer, was ziemlich strange ist. Oder irgendjemand hat ihn an Händen und Beinen festgebunden und schleppt ihn jetzt mit sich herum. Zauber reicht für gar nichts. Das ist schade, weil Mumm ist doch der Zauber, den ich hier am wichtigsten gebrauchen könnte. Den ich am dringendsten haben möchte. Wie sieht's mit Waffen aus? Oh Gott. Doch, wenn wir uns das Problem schon mal leisten können, würde ich gerade sagen, holen wir uns das doch mal für den guten Daryl. Und ja, ist ein bisschen besser. Auf jeden Fall eine höhere Trefferchance. Das ist nicht schlecht. Sehr wichtig für Diebe bzw. Ninjas. Zielsicher treffen, denn mit einem daneben gehauenen Schlag macht überhaupt nichts mehr. Das sind die Piraten, mit denen befassen wir uns später, denn von ihnen können wir uns ein kleines Schiff ergaunern. Weil ergaunern, wir müssen sie besiegen dafür. Und... schade. So schöne Ausrüstung und so wenig Geld. Da hilft nur eins. Ich muss nochmal kurz heilen gehen.
Und dann werden wir uns an die Piraten wagen, denn die Piraten sind doch nicht gerade so schwach, wenn man das erste Mal gegen sie kämpft. Aber sie haben einen kleinen Vorteil für uns, das heißt, jeder Pirat, na gut, es sind Piraten, sie haben immer viele Schätze bei sich und genau diese möchten wir uns jetzt ergaunern. Und deshalb würde ich sagen, stellen wir uns jetzt mal dem Piraten, auf dass wir wenigstens etwas Gold erhalten werden. Ob es dann für irgendeine Ausrüstung oder einen Zauberreich werden wir hinterher sehen. Wenn nicht, werde ich ein bisschen Gold und Erfahrung farmen nach diesem Durchgang. Arr, was, ihr wollt euch mit Captain Vic anlegen? Ihr elenden Landratten, macht sie fertig, Männer! Ei, ei, Captain, die verarbeiten wir zu Haifischfutter! Okay, Seeräuber sind sogar keine Piraten, da habe ich mich doch glatt ein bisschen verquasselt. Was ich jetzt hier wieder machen möchte, ist natürlich Windschützen. Erst wollte ich diesen Haupt-Damage-Output dieses Mal, allerdings, er sollte doch etwas überleben. Oh, drei Hits, nicht schlecht. Denn er braucht die Erfahrung dringend. Und doch, ein Zauber dürfte auch one-hitten bei den Piraten. Das heißt, er ist dann doch semi-wichtig. Ja, 40 Schaden, reicht sogar. Ah, jetzt kriegt er noch zwei, wunderschön. Eins, haha, ihr Piraten könnt gar nichts, ihr seid zu schwach, einen Magier auszuschalten, ihr seid schlecht, muhahahaha. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt mal einen Seeräuber one-hitten können. Oh, 4 Schaden. 3 Hit, 65 Schaden, wunderbar. Und, was haben wir denn hier noch so? Hm, 30, reicht dieses Mal sogar. Ja stimmt, Seeräuber haben gerade mal 30. Und das hat jetzt doch ziemlich gezwiebelt. Blitz. So, nächster Seeräuber weg. Bleiben nur noch drei, die dürften diese Runde sogar finito sein. Aber ich möchte dann doch nochmal Win heilen. Denn falls das jetzt ganz übel endet, wäre er mit dem nächsten Angriff erledigt, wenn es wieder ein 10er Schlag wird. Und es wird nicht für diese Runde reichen, denn der gute Volt hat es nicht geschafft, die Piraten zu töten. Wunderbar. Was soll es denn? Eine Runde halte ich auch noch durch, da kann ich jetzt auch normal angreifen. So, wieder 3 Hits, 57 Schaden. Wunderbar, Darren macht sich gut. 360 Skill, das reicht sogar für die Lederhüte. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Da sind deine Piraten weg. Was sagst du jetzt? Bei meinem Glasauge. Ich habe genug von der Freiburg 3. Ständig gibt's nur Ärger. Ab heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Glaubt mir, nehmt mein Schiff und macht damit, was ihr wollt. Okay. Da-da-da-da. So, nachdem wir diesen Piraten hier bekehrt haben, zum Besseren hoffe ich mal, sollten wir mit den 360 Kilo etwas Gutes anstellen, was bei mir heißt, wir stocken unsere Verteidigung auf. Denn ganz so gut sah es ja dafür uns nicht aus. 4 Lederhüte, dankeschön. Jetzt reicht unser Geld leider nicht mehr. Ups, was mache ich denn hier? Rüsten. Jetzt reicht unser Geld leider nicht mehr. Du kannst das. Ach, waren dann Handschuhe. jetzt reicht unser Geld leider nicht mehr für ein paar Zauber aus. Oh, verringert Ausweichen und erhöht gar nichts bei ihm. Schön, das hätte ich vorher überdenken sollen. Die Novizen sind ja mit je weniger Ausrüstung, desto stärker sind sie ja. Sind halt echte Mönche, leben ein Bettlerleben. Aber was soll's. So, den Stab möchte ich noch verkaufen, haben wir sonst noch irgendwas? Die Reisekluft kann weg. Die Messer können weg. Und den Rest behalten wir einfach mal. Frech wie wir sind. Und investieren es in eine kleine Heilung in unserem Innen. Und mein Gott, der Bildschirm ist ja gar nicht kaputt gerade. Aber damit muss ich leider leben. Heilung. So. Jetzt, wo wir unser Schiff ergaunert haben, würde ich sagen, versuche ich noch den nächsten Content zu erreichen. Und dann, na, man betritt es und schon kommen Piraten. Diese Piraten haben übrigens ein bisschen mehr Leben, die dürfen 50 HP haben, wenn ich meine Erinnerungen noch halbwegs zusammen habe. Und wenn dem so wäre, machen sie auch erheblich mehr Schaden. Blitz, zack, 39. Ja, sie haben 50. Wunderschön. Drei Schläge und er macht 52, wunderschön. Daryl ist also unsere Geheimwaffe Nummer Uno hier gegen Piraten. Wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Nein, halt, wir machen das ganz anders. Wir machen Blitz auf dich. Dich machen wir damit platt. Der Hammerschlag dürfte reichen und der dürfte ja eh überleben. Ah, verdammt. Misskalkulationen, noch und nöcher. 50 HP Schaden, wunderbar. Blitz. Und mit dem nächsten Angriff von Bolz dürfte er erledigt sein. Wunderbar. Und der letzte Pirat. Stell dich deinem Schicksal mit dem Hammer voll auf den Kopf.
Oh, 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 das war das. Oh, wunderschön, 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 wunderschön. Das war ein. Wow, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Hallo. So, wir kaufen uns Mumm. Denn ein bisschen Mumm kann jeder von uns gebrauchen. Denn das ist ein Buff, der mit einzige Buff, den der Schwarzmagier hat, abgesehen von Hast. Und der erhöht dann natürlich den Angriff des jeweiligen Charakters. Ausweichschance eines Gefährten steigt, halbe Blitzschäden, heilige Magie wird gebannt, halt jetzt statt dunkel. Was wäre gerade am besten? Ich tendiere doch eher zu Transpar. Einfach nur, wenn ich getroffen werden kann, kann kaum physischen Schaden nehmen. Und die meisten Gegner in Final Fantasy, also jedenfalls im ersten Teil, machen hauptsächlich physischen Schaden. Das heißt, das nutzen wir jetzt eiskalt aus und hauen uns ein bisschen Verteidigung dagegen. Wunderbar. Und wieder zurück, nachdem wir uns ein bisschen geheilt hatten. Auf ins Schiff. Yarr, harr. Yarr, Mighty Pirate, würde ich mal sagen. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Gaia. Hm? Wenn das jetzt nicht falsch war. Auf jeden Fall die Stadt der Elfen. Die liegt hier so im Südwesten. Deswegen fahre ich hier auch gerade wie so ein Bekloppter. Links, rechts, eher runter, links, runter, links. Wie man so schön sagen würde. Und wie ich so schön sagen würde, Bingo. Also Hagins sind relativ schwache Gegner. Die dürfen wir zwar nicht in der ersten Runde ausschalten, aber in der zweiten locker. Ja gut, sie können Schaden machen, haben aber auch nur 30 HP. Das nutze ich mal aus mit Blitz. Zack. Und eine Donnerschwäche. Wunderbar. Zack. Voll auf den Kopf mit dem Hammer. Das muss doch langsam wehtun. Immer wieder mit dem Hammer von einem Magier besiegt werden. 12 Schaden. Verteidigung. Oder sagen wir eher mies. Weil ich doch lieber bei Verteidigung bleibe. Und wir haben uns ein bisschen verfranst, würde ich sagen. Denn hier irgendwo müsste eigentlich der Hafen sein. Oder... Na, da ist er ja schon. Wunderbarstens. Hallo, Hai. Haie sind so ziemlich das Nonplusultra, was HP angeht, hier so in den Gewässern. Darüber hinaus machen sie doch einen gehörigen Schaden, aber dürften die Runde nicht überleben. Wunderschön. Jep. Ich habe eigentlich erwartet, dass als nächstes der Blitz kommt, der ihn dann one-hitten würde. Denn auch Haie sowie viele andere Wasserwesen hier haben eine Donnerschwäche oder eher Elektro. Hm, ein Hinterhalt. Cobra, neuer Gegnertyp, kann vergiften und demonstriert das auch gleich wunderbarstens. Dankeschön, du kleines Abbam-bam-bam-bam-bam. Nochmal gerettet. Und das nervt. Weil sie einen ständig vergiften und das auf Dauer dann doch ziemlich gegen den Strich geht. Und, die ersten zwei jetzt von Volts. Das heißt, wenn wir ihm jetzt die Waffe abnehmen würden, würde er schon 4 Schläge machen. Wunderbar. Ja, ich bin vergiftet, ich weiß es. Och, die Stadt der Elfen heißt sogar Elfenstadt. Wow. Kreativität for the rules. Das ist ein Rüstungsladen. Ich möchte eigentlich hier so ein... Da ist er. Getränke, keine Ahnung. Heilungsladen. Schlag mich tot, wie ihr es nennen wollt. Ein paar Antidotes möchte ich haben. Und zwar, weil mir sonst hier gleich noch viele Leute aus den... Ich hatte doch noch welche. Ach, was soll's. Die paar Gil sind da jetzt auch nicht schade. So. Damit hätten wir noch mal unsere ganze Vergiftung geheilt. Was ich hier nehmen? Na gut, nicht Land, Stadt. Gebiet noch machen möchte. Ist erstmal die Waffen überprüfen. Was haben wir denn da? Wir hatten Eisen und Schakus Dolche. Oh, der Säbel ist schon stärker. Das ist jetzt aber doof. Wir holen uns eindeutig die Eisen und Schakus. Aus einem simplen Grund. Nun, Schakus sind für Holz noch die stärksten Waffen. Und mit 25 geht er da schon gut ins Rennen. Werden wahrscheinlich auch die letzten Schakus sein, die wir ihm kaufen werden. Aus dem simplen Grund, dass er danach genug Schaden machen dürfte, um auch waffenlos kämpfen zu können. Wir haben nicht genug Gold zum Schlafen, das ist jetzt suboptimal. Ach ja, was ich auch zu der Stadt sagen möchte, die Zauber, die wir uns hier kaufen können, sind weit über unserem Niveau. Denn Elfen sind ja bekanntlich gute Magier und, naja, sie erfordern Magie-Level 3 und 4, was wir noch lange nicht haben. Worauf ich jetzt aber erstmal hinarbeiten werde, ist hier in diesen Gebieten ein bisschen Gold farmen, damit wir uns mit stärkeren Zaubern ausgerüstet gleich wiedersehen können in der nächsten Aufnahme. Von daher würde ich sagen, bis später, Leute, und ciao, ciao.